Wenn wir hier die großen Pflanzen sehen, gell, die so hier in der Ausstellung natürlich besonders schön wirken können. Das ist jetzt eine reine Papierplastik und da ist nichts drin. Denn schauen Sie, wenn ich jetzt das Ding nehme und da rumhalte, das kippt nicht. Also das biegt sich nicht durch, das ist total stabil. Und da sagt ja jeder, wieso Papier kann es doch nicht so stabil sein, dass man solche Trümmer machen kann. Aber das habe ich gestohlen, die Idee, und zwar von der Natur. Da habe ich hier ein Relief, das ist auch ein Buch. Ne? Da sehen Sie hier, das ist nun als Wandarbeit gemacht. Da schwebte mir etwas vor, und zwar ein Buch zu machen, ein großes Buch zu machen. Jetzt gibt es Krach und Knatsch und da fangen die an, sich untereinander zu bekriegen. Und das, wenn die Stühle dann ihren Krieg angefangen haben, dann sehen Sie ja, was dabei rauskommt. Gell? Wir haben das alle schon erlebt. Die einen liegen dann unten, gell? Die anderen triumphieren.